Eine Streuobstwiese hat so viele verschiedene Arten von Wert. Natürlich ist der erste, der offensichtliche Wert, ist, sie schenkt uns Obst, ja? Früchte, also Äpfel, Birnen, Zwetschgen, was immer da steht. Im Mostviertel sind es vor allem die Birnen. Aber es geht nicht nur um die Früchte. Es geht dann um die Schönheit der Landschaft zum Beispiel. Im Mostviertel ohne Streuobstwiesen, ohne große Birnbaum, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das gehört einfach zu unserer Kulturlandschaft dazu. Dann ist es auch der Windschutz zum Beispiel. Ja, also ökologischer Wert in verschiedener Weise. Der Windschutz rund um die Bauernhäuser stehen bei uns immer große Streuobstbäume, weil die wichtig sind. Es hält der Wind nicht so leicht das Dachel zum Beispiel. Ja. Dann ist es der Wert für Kleinlebewesen. Also verschiedenste Arten, die Vogel, Insekten und so weiter. Also eine Streuobstwiese hat viele, viele Dinge an Wert, die monetär oder in Geld gar nicht zu berechnen sind.